Hey Leute, drittes Video für heute. Während jetzt die anderen noch hochladen und also ich alles schön in die Wege geleitet haben, kommt, erreicht mich die nächste Nachricht. Ich dreh durch. Ich echt. 1000 NRW entlässt 1000 Inhaftierte. Manchmal frage ich mich wirklich, was soll das werden, wenn es fertig ist? Ich meine, ich habe mich an sich ja schon mal über die Äußerung von Merkel geärgert, dass wenn wir sagen, wir wollen diese Kurve in die Weite ziehen, dass dieser soziale Abstand, dass das reichen soll. Also alles, was mit diesem komischen, mit dem CCP-Virus, also, oder, Moment, kommunistische Partei, KPCH-Virus, also Kommunistische Partei Chinas, was da so lauf ist, also irgendwie läuft das alles ziemlich Banane. Ich meine, wir haben jetzt alle gesehen, in England hat man das mit dieser Herdenimmunität versucht und ist hoffnungslos gegen die Wand gedötscht. Das heißt, es gibt dort jetzt seit 3 Wochen absolute Ausgangssperre. Das heißt, man versucht jetzt erstmal die Fälle abzuarbeiten, die man jetzt gerade hat. Aus China habe ich jetzt eben das nächste Ding, ich glaube, es war auch wieder über die Epoch Times, also wenn ihr euch das bei YouTube abonniert, seid ihr auf jeden Fall auch ziemlich gut dabei. Von wegen, es gibt die nächste Welle und Frau aus Wuhan berichtet, die ihre Häuser wirklich, die dürfen nur noch innerhalb des Hauses runtergehen und sich ihre Sachen holen. Und trotzdem gibt es Neuinfektionen. Es ist festgestellt worden, dass jemand, der den Virus bekommen hat, hat jemanden angesteckt, der 3 Etagen höher wohnt. Oder 3 Etagen tiefer. Also es ist der ultimative Ninja-Virus, wenn man so möchte, weil der geht einfach mal durch die Rohre und also das war wohl die einzige Verbindung, die hatten, war wohl das Abwasser. Wow. Das heißt, das Zeug ist hochinfektiös. Und solange wir die Medikamente hier offiziell nicht einführen, weil eigentlich sind die ja noch in der Probephase und so weiter in den USA, deshalb ist das ja sowieso alles ein bisschen kritischer, sollten wir doch dafür sorgen, dass dieser Scheiß ausgerottet wird. Allerdings kriege ich jetzt auch habe ich direkt schon die nächsten Zahlen aus Amerika, von wegen, dass dort Kinder täglich sterben, weil die Eltern es nicht mehr aushalten mit ihren Kindern. Wow, Leute, ihr seid 1,5 Wochen mit euren Kindern allein zu Hause und bringt die um? Erstens, was sind das für Eltern? Und zweitens, hätten diese Menschen jemals Eltern werden sollen? Also ich bin ja dafür, dass es einen Schwangerschaftstest gibt, bevor man überhaupt schwanger wird. Aber lassen wir das. Denn die Leute, die sich fortpflanzen, die haben, weiß ich nicht, denen fehlt tatsächlich irgendwie was. Also ich meine, wir machen ja auch für den Hund einen Hundeführerschein, bevor wir den überhaupt haben dürfen. Also wenn er eine bestimmte Größe hat, dann muss der einen Hundeführerschein. Wo ich mich manchmal frage, wenn ich mit den Leuten draußen bin, habt ihr diesen Führerschein tatsächlich gemacht oder habt ihr irgendwo einfach nur einen Stempel gekriegt? Ich meine auch die Autofahrer, ich laufe in die falsche Richtung. Ja, auf jeden Fall bringen Menschen ihre eigenen Kinder um. Also es gab wohl, ich habe jetzt gerade Shade Prather gehört, laut ihm gab es 2 Fälle davon, dass die ihre Kinder umgebracht haben. Dann sterben viele Leute, also viele ältere Menschen zu Hause, weil einfach niemand zu denen geht und schaut, was denen fehlt und denen hilft. Es verhungern dann tatsächlich auch Leute. Es ist jetzt noch nicht so massiv wohl, aber das könnte natürlich dann im nächsten Schritt passieren. Es gibt Scheidungen ohne Ende. Also in China haben sich wohl so viele Leute scheiden lassen wie sonst noch nicht. Ich meine, klar, sie müssen jetzt auf einmal Zeit miteinander verbringen und stellen fest, oh, das ist irgendwie anstrengend, das ist irgendwie total doof. Dass das schwierig ist, das spreche ich ja auch nicht ab, aber ich meine, man hat sich ja nicht gesehen, verlobt und direkt geheiratet, oder? Also von wegen Hochzeit auf den ersten Blick hat man ja im Normalfall eher weniger. Und selbst bei den Dingern hat man ja festgestellt, dass das voll nach hinten losging. Und
Das heißt, ihr müsstet den Menschen doch kennen, dem ihr das Ja-Wort gegeben habt. Und dann schafft ihr es noch, dann schafft man es noch nicht einmal, ein paar Wochen zusammenzuhängen. Ich meine, ja, es ist doof, wenn man. Und gerade in China sind ja jetzt die Räumlichkeiten nicht ganz so groß. Muss man sich halt Beschäftigung suchen. Aber gut, zurück nach Deutschland. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Also, in NRW scheint ja jetzt wirklich der absolute Vorreiter zu sein, in dem, was man eigentlich nicht tun sollte. Die entlassen jetzt aus dem Gefängnis 1000 Menschen, die noch weniger als 18 Monate Haftstrafen abzusitzen hätten. Leute, sicherer als in den Gefängnissen können die doch eigentlich gar nicht sein, oder? Auf was bereitet man sich da vor? Was hat man vor? Auf jeden Fall lässt man jetzt die Inhaftierten raus. Also die Sexualstraftäter hat man da rausgenommen aus dem Ganzen. Das heißt, aber wenn es nur die Sexualstraftäter sind, was bleibt denn da noch übrig? Mörder, Diebe. Großartig, wird auf jeden Fall für eine gute Sicherheit sorgen. Und vor allem, wenn die schon länger inhaftiert waren, wie wollen die jetzt ihr Leben neu anfangen und das vor allem vernünftig? Hat da mal irgendwer drüber nachgedacht? Das ist doch wieder, ja, kopfloser Aktivismus. Oder habt ihr da eine andere Bezeichnung für? Gut, ich meine, man sieht das, was in Kalifornien auch tatsächlich, man hat das dann auch durch, versucht das auch durchzuwinken. Ich weiß nicht, ob es 100% jetzt schon durchgewunken wurde. Also die Leute sind natürlich alle schön zu Hause eingepfercht. Und zusätzlich lässt man jetzt die ganzen Inhaftierten raus. Läuft, würde ich sagen, läuft. Also alles, was man nicht machen sollte, passiert hier gerade. Man packt die Leute nicht nach Hause. Vor allen Dingen, man sollte nicht vergessen, dass dieser Scheiß, ich meine, das heißt ja immer ja 14 Tage Inkubationszeit. Nein, Leute. Experten sind sich schon länger sicher, dass das 24 bis 27 Tage sind. Und wenn ihr euch das Wort Quarantäne mal anschaut, das steht für 40 Tage. Wäre das gar nicht so verkehrt, mal für 40 Tage tatsächlich mit dem Arsch zu Hause zu bleiben. Wenn ich sage, natürlich genießt das Wetter. Ich habe einen Balkon. Man kann sich auch einfach ins Fenster setzen und so, dass die Sonne einem ins Gesicht lächelt. Ist alles machbar, wenn man das möchte. Aber das, was da gerade läuft, das ist so nicht so ganz. Ich meine, gut, Deutschland hat seit Jahren jetzt bewiesen, dass sie ohne Führung wunderbar auskommen. Seitdem Merkel in Quarantäne ist, hat man natürlich noch weniger von ihr gehört, aber ganz ehrlich, welche Veränderung stellt das dar? Naja, ich hoffe, dass der Plan von Q, den ich ja schon mehrfach, dass das hier bald einfach rollt und dass hier demnächst einfach mal wieder Ruhe einkehrt. Also ich komme aus dem Kopfschüttelmodus absolut nicht mehr raus. Ich frage mich wirklich, was das werden soll, wenn es fertig ist. Denn eigentlich, ich meine, dadurch, dass man sich immer mehr Leute dazu holt, die sowieso schon Stunk machen, weil die sehen es nicht ein, wenn dann welche tatsächlich positiv getestet wurden. Da gab es ja einen Flüchtlingsheim mit 5 Positiven und die machen richtig Randale. Also die versuchen Kanaldeckel anzuheben, die versuchen über Mauern zu klettern, die machen alles Mögliche, um halt aus dieser Quarantäne rauszukommen. Weil man sie ja jetzt weggesperrt hat, in Anführungsstrichen, damit die nicht le mehr Leute anstecken. Es ist der Wahnsinn. Also zusätzlich habe ich noch nichts davon gehört, dass man hier vernünftig den Normalbürger entlasten möchte. Also das Einzige, was ich bis jetzt gehört habe, ist mittelständige Unternehmen. Ich habe noch nichts von Bürgern gehört. Also das war mal irgendwann so im Gespräch, dass man da was macht, aber irgendwie auch ist das auch irgendwie wieder so unter den Teppich gekehrt worden. Ja, ich glaube, die Politiker wissen schon, warum sie einen extra großen Graben um den Bundestag haben buddeln lassen. Wobei der, glaube ich, ja noch nicht fertig ist. Ich weiß noch nicht einmal, ob da überhaupt schon angefangen wurde.
Aber man hat ja beschlossen, dass der größer und tiefer wird. Ich glaube, die wissen schon, warum. Ich stelle mir wirklich die Frage, was das hier sein soll. Aber ich denke, wir werden es ziemlich schnell erfahren. Und ich bin ja für meinen Teil, habe ich ja so ein bisschen im Gefühl, dass der Deep State so dermaßen mit dem Rücken an der Wand ist und dass die letzte finale Schlacht tatsächlich hier in Europa stattfinden wird und dann auch noch mitten in Deutschland oder mitten in Europa, also sprich in Deutschland, weil Deutschland, wenn man sich das auf der Karte anguckt, ist leider echt der absolut zentrale Punkt. Und ich habe da ein wenig Bammel vor, um das vorsichtig auszudrücken. Das gibt auf jeden Fall noch Mord und Totschlag. Und ja. Leute, öffnet doch noch viel mehr Gefängnisse. Wird bestimmt ganz lustig werden. In diesem Sinne, schützt euch. Ja, bleibt gesund. Und man sieht sich. Auf bis bald. Verliert euch nicht die Nerven.